Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Part im Splatoon 2 Story-Modus, Helden-Modus, Singleplayer, wie auch immer. Wir sind jetzt endlich so weit gekommen, dass wir jetzt nur noch den Boss hier besiegen müssen, obwohl ich gerade keinen Plan habe, wo der jetzt sich gerade befindet. Aber mir ist gerade eben erst aufgefallen, dass wir in der Overworld hier noch die Schriftrolle noch nicht haben, beziehungsweise den Souveniraufkleber. Und ich sage euch ganz stark, dass es dieser Ballon sein wird. Also lass es uns das jetzt auf jeden Fall austesten, ne? Natürlich müssen wir auch ein bisschen schnell machen. Ich habe auch die Sniper parat, also müsste es etwas schneller gehen, denke ich mal. Na, okay. Hier nochmal. Ja, wo noch? Komm bitte! Okay. Puh. Also es war schon eine knappe Sache, aber ich habe es trotzdem geschafft. Oh, wow. Okay. Nice. Ein weiterer Souveniraufkleber hier in der vierten Welt. Wunderbar. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ich muss da hin. Bleib. Du genauso. Okay, das haben wir soweit. Wo befindet sich jetzt der Boss? Bitteschön. Das weiß ich jetzt nicht. Ich schaue mich einfach mal um. Ne, da auf jeden Fall nicht. Ich habe jetzt gerade wirklich keinen Plan. Auch wenn wir zwar im letzten Part eine Vorschau bekommen haben. Ah ne, okay, da. Okay, müssen wir jetzt Squid hochspringen. Okay, ich bin gespannt. Sieht da ganz lustig aus. Auf das das Aussehen vom Boss. Also das Ausgegraute halt. Okay, ja, ich bin mal gespannt. Okay. Boss Level 4. Octoplancher schlägt Wellen. Mit einer Vorgabe von Arty. Oh. Dann bin ich mal gespannt. Wenn es ein Blaster ist, dann schlage ich dich. Heldenkonzentrator, also mit der Sniper. Ich glaube, das wird interessant. Das wird interessant. Ich glaube, mittlerweile habe ich mich so, was Sniper angeht, etwas verbessert. Mehr oder weniger. Dann zeigt mal her, den Boss. Ich bin gespannt. Okay. Sieht sehr interessant aus. Planscht in der Tinte seiner Feinde, Octoplancher. Da bin ich mal gespannt, wie er jetzt sein Angriffsmuster ist. Okay, er hat einen Sniper dabei, mehr oder weniger. Also, er schießt halt wie ein Sniper. Und das Angriffsmuster ist jetzt was? Beziehungsweise, wie soll ich ihn hitten? Beziehungsweise angreifen? Soll ich erst seine Kompanen hier erst hier zermetzeln oder was? Jedenfalls sind hier diese komischen Plattformen da, wo wir mal durchgehen können. Okay, seine Sniper sieht ein bisschen komisch aus. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Aber ich glaube, man muss eine. Ja, okay, hat eine Dusche parat. Womit er mich nicht getroffen hat. Beziehungsweise es noch nicht mal versucht hat, warum auch immer. Okay. Zum Glück ist es nur die erste Phase. Aber er will jetzt schon hier zeigen, wer hier der Boss ist. Ja, du willst mich mit der Snabe treffen. Ich hab schon verstanden, ne? Ja, komm schon. Nee, nicht getroffen. Nein! Geangetet hat er mich. Aber ich bin nicht gestorben. Das ist gut. Einen hat er noch von seinen Komparsen. Na, bin ich zu doof? Okay, jetzt. Jetzt kann ich ihn angreifen. Okay. Die erste Phase wäre schon mal erledigt.
Und die zweite Phase folgt zugleich. Diesmal noch mit so einem Stöpfel. Nochmal mit 4 Komparsen. Und nun? Was wird sich jetzt verändern? Das war's für euch, Octocopter. Hier kommt Nummer 4. Ja, jetzt geht er auch ab, diese Octokommandanten oder wie die heißen. Ja, alles klar, Mann. Das mit der Sniper war schon zu viel. Jetzt will er hier die Octokommandanten nachmachen. Das sieht aus wie ein Trommelschwapper, ne? Ist mir gerade so aufgefallen. Lol, okay. Na, OBS hört auf zu lecken. Dafür ist jetzt nicht Zeit. Das hätte ich jetzt eher nicht versuchen sollen. Aber es war sowieso zu spät. Okay, jetzt will er mit seiner Sniper wieder angeben. Diese Roboteile kommen mir bekannt vor. Die vom Final Boss, vom ersten Teil. Das war auch Octario aus dem ersten Teil. Der diese komischen Raketen da hier hochgeholt hat. Nee, treff mich ja nicht mit deiner komischen Dusche. Jetzt ist er weiter nach hinten gegangen. Einfach verfolgen. Die Verfolgung aufnehmen. Ich will lieber nicht von deiner Sniper getroffen werden. Und den haben wir. Ey, mit Sniper ist es ja voll leicht. The fuck? Hä? The fuck? Ach ja, jetzt kommen wieder diese Octo-Rekruten mit ihrem verkackten Motor. Mit ihrem defekten Motor, wie ich es nenne. Ja, jetzt macht das noch mit einem Feuerlöscher. Wie ich es nenne, klingt irgendwie lustig. Die Hochdruckverunreiniger, bleib eigentlich ein Stingray. Aber ich bleib bei meinem, boah, das klingt lustig. Okay, jetzt hat er drei Sachen. Erst Sniper, dann die Trommelschwapper, das fast wie so eine MG fungiert. Okay, MG nicht, aber halt so eine Waffe halt wie bei diesen Octo-Rekruten. Und jetzt dieser Feuerlöscher, der mir... Boah, ich hasse den so sehr. Mein Gegner, ich benutze... Naja, auf jeden Fall, dann ist das halt nicht geil, ne? Na, nein, fuck mich nicht ab. Kann ich von da oben schon treffen? Nee. Hätte so vieles gedacht, ne? Aber leider dann doch nicht. Bäh. Alter. Komm schon. Ach, schon wieder. Ah ja, jetzt will das aber nochmal wissen zum Schluss, ne? Ja, ist ja gut. Chill mal. Nein, nein! Wäre aber auch viel zu viel Luck gewesen, wenn ich den First Try geschafft hätte. Nein, weg mit dir! Ah, Mann! Junge! Ja, mach nochmal, ne, um mich richtig abzufacken. Junge! Es geht trotzdem dahin. Ne, wobei, ich muss jetzt doch gerade etwas ausweichen. Mein Gott. Ich kann von denen auch nicht angreifen. Und dann kann ich auch mit den Klecksbomben noch arbeiten und versuche. Oh, Alter! Chill mal! Mein Gott. Hängt da gerade auf. Nein! Also in der Facecam wirkt es ein bisschen komisch, dass ich mich irgendwie mitbewege. Aber egal. Juckt mich jetzt nicht. Oh, zu lecken. Nee, ne. Nein, verpiss dich. Komm, Heldenrüstung. Ja, jetzt ist er hardcore. Also die ersten zwei Stufen waren sogar noch okay. Waren machbar, aber jetzt in der dritten Stufe. Ah, holy shit, Alter. Also, jetzt will das noch wissen. Jetzt will das noch wissen. Ich merk das schon. Nein. Fuck, ey. Ja, ich kann ja ihn fast gar nicht mal anhitten, weil er permanent nur noch angreift. Was ist denn das für ein Mist?
Ach. Wie lange soll das jetzt hier noch dauern? Okay, einen habe ich wenigstens getroffen, das ist gut. Das ist doch unmöglich. Ich verziehe mich einfach kurz nach hinten. Ne? Wartet mal. Ich habe was Auffälliges gesehen an diesen Suchfunktion-Roboter. Also diese Viecher von gerade eben. Die hat eine, dieses komische Blatt drauf. Was Aioli auch hat, also als Kopfbedeckung hat. What the fuck? Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört oder ob man das ganz kurz in der Facecam gesehen hat. Wir haben gerade richtiges Dreckswetter. Holy shit! Das nur so kurz erwähnt. Das war etwas spontan. Aber jetzt wird er auf den Bossfight konzentrieren. Komm, Mann, die fehlen nur noch drei. Hör auf mich auf, abzufacken. Meine Fresse. Ey, das ist ja fast nicht mehr möglich, ihn hier zu treffen. Alter. Ey, das ist ja Hardcore-Shit. Nein. Ich will das ja so schnell wie möglich machen, aber dann kommt er gleich hier mit seinem Gegner-Spam, damit ich überhaupt dann keine Möglichkeit mehr habe. Mit seinem komischen Regenschirm, Alter. Komm schon! Ja! Nein! Ey, das ist... Ja, mach nochmal meine Ausrüstung kaputt! Ja, dir gefällt das, ne? Mich gerade so richtig leiden zu sehen, naja. Ich merke das schon. Ich finde es gerade so richtig geil, ne? Innerlich lachst du gerade. Aber nicht mit mir. Nicht mit... Ich hasse dich! Verpiss dich! Verpiss dich! Geh weg! Alter! Meine Fresse! Ja, mach ruhig nochmal. Ey, ich hasse diesen Feuerlöscher ohne Witz. Ist sowieso lächerlich, dass er durch zigtausend Wände geht, ey. Ist ja noch schlimmer als im Ego-Shooter. Einfach ruhig bleiben. Du hast es fast geschafft. Auch wenn fast der ganze Part nur den Bossfight widmet. Mindestens ein Level ist schon drinne. Ich will's hoffen. Muss irgendwie drum rumgehen, ey, der hat wieder hier... Alter! Alter! Jetzt so oft mit dem Scheiß! Alter, ist das unmöglich! Nee. Ey, das ist gerade sowas von unmöglich, den überhaupt in der Nähe zu haben, ne? Alter! Nicht vom Donner ablenken lassen. Scheiß drauf. Bossfight ist wichtiger. Aber ich weiß nicht, ob man das in der Facecam überhaupt sieht. Alter. Das ist gerade so krank. Also, was hier geschieht, ist gerade so... Nee, es eskaliert hier. Es eskaliert einfach. Krieg ich jetzt... Nein, hört auf mit ihr mit eurem verkackten Motor. Ja! Endlich! Komm schon! Komm schon! Verpiss dich! Ja! 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 Oh, danke! 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 Oh. Ich weiß nicht, wie lange hat das gedauert? Okay, von der Aufnahme jetzt ungefähr eine Viertelstunde. Ich denke mal so... 12, 13 Minuten? The fuck? Das war bis jetzt der längste Bossfight, den ich jetzt gemacht habe, Alter. The fuck? 10 Minuten. Scheiße. Oh, fuck. Okay, wir haben wieder was. Geht weg. Verschwindet von hier.
Hältst du das Gerät verkehrt herum? Tatsächlich, darin hat's gelegen. Aioli? Nein? Wer soll dieser Aioli sein? Geht einfach weg. Hier ist es gefährlich und nicht sicher. Das ist doch dasselbe. Ist mir egal. Geht nur einfach weg. Ich warne euch nicht nochmal. Warte, leg nicht auf. Aioli? Aioli! Arbeitet Aioli etwa mit den Oktarianern zusammen? Nummer 4. Jetzt brauche ich deine Hilfe mehr als jemals zuvor. Ich werte das mal wieder als ein Ja. Du bist super. Also dann, packen wir es an. Also da... An dieser Cutscene hat man das auf jeden Fall gemerkt. Das hat man auch beim ersten Teil, war das so. Das ist schon fast so ein Insider, ne? Okay. Haben wir den Bossfight auch endlich mal geschafft? Ja, dann begeben wir uns mal zur nächsten Zone, würde ich sagen. Machen wir es am besten so. Springen dorthin, in dieses Sprungportal-Teil. Und gehen zur letzten Welt. Cephalopod HQ. Was für ein merkwürdiger Name. Cephalopod HQ. Wo steht das HQ? Ist die Welt, wo... Hat die so einen krassen Grafikstyle oder was? Sieht ganz nice aus. Sieht ganz nice aus. Letzte Welt. Letzte 6 Level. Ah, das wird schön. Das wird schön. Aber ich werde es jetzt so machen, dass es sowas von lange dauert. Also, irgendwie, ich habe jetzt schon mal das Gefühl, es besteht nur aus Plattformgespringe. Weil hier sind solche einzelnen UFOs, wie so ein Ballon. Vielleicht kann das schon was mit der Schriftrolle zu tun haben. Und hier... So, hier hätten wir auch rausgekönnt. Gekonnt. Sprachfehler. Ja. Bleibt mir erstmal hier drauf und gehen einfach hier mal rein. Und warum gibt es hier Checkpoints? Das ist eine Overworld und kein gesamtes großes Level. Okay. Ich wechsle mal lieber zur Waffe. Okay, der Treffer war jetzt etwas dumm. Ja, ich nehme jetzt einfach mal die normale Waffe. Ja. The fuck? The fuck? Ich komme nicht hin. Waffenwechsel. Vielleicht mit einem Eimer zufällig. Okay, da geht's wenigstens. Mit dem Teil. Da muss ich jetzt erstmal jedes Level inspizieren, aber ich werde das so machen, sobald ich jetzt das nächste Level gefunden habe, also entsprechend auch in der Reihenfolge wohlgemerkt, dann wird es auf jeden Fall direkt weitergehen. Also, wir sehen uns gleich im nächsten Level. Okay, noch einen Coupon geholt, also ja, bis gleich. 22, danke! Endlich gefunden. Okay, wir können jetzt endlich weitermachen. Ja, ist ja nicht so. Wir sind bei Uncut 30 Minuten. Geil. Also könnt ihr schon mal ungefähr selbst überlegen, wie lange ich gebraucht habe. Ich müsste jetzt selbst schätzen. Also es kann schon so eine Viertelstunde sein ungefähr. Also, ja. Holy shit. Okay. Nicht lange rumreden. Wir fangen direkt an. Wir bekommen wieder eine Random Waffe von Arty und ja. Level 22. Pfade ins Ungewisse. Bin mal gespannt, wie der Levelaufbau aussieht. Der Levelname hört sich schon interessant an. Okay. Ah, wieder eine neue. Okay. Das ist der Heldenpinsel. Okay. Halt beim Heldenpinsel ZR gedrückt. Um beim Laufen den Boden zu färben. Wenn du ZR dagegen fix mehrfach drückst, schwingst du den Pinsel wie wild. So kannst du dich schnell einem Gegner nähern und ihn dann umpinseln. Ja, schön.
Pinsel sind auch nicht so meine Stärke. Aber naja, gut. Wie dem auch sei. Probieren geht über Studieren. Versuch ist es auf jeden Fall wert. Erstmal die Tinte, erstmal ein bisschen voll aufgeladen. Na, hier lieber ein bisschen aufpassen, ne? Ist wenigstens zwar schön und gut, dass er uns den Weg frei gibt, also dass wir halt wissen, wie wir halt zu laufen haben. Aber naja, ein bisschen aufpassen sollte man dennoch. So, auf jeden Fall brauchen wir hier wieder Schlüsseln. Wofür ist dieser Tintenseil? Ach, beziehungsweise halt diese Surfschiene. Okay, mit der kommen wir wieder am Anfang zurück. Und warum? Warum? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber okay. Okay, da scheint es weiter zu gehen. Das war jetzt etwas Risk. Oh, ich habe es mir trotzdem angetan. Das ist nur so eine Abkürzung, extra für ihn dann. Wir können das auch ganz leicht vortäuschen. Ah, hat leider nichts gebracht, ne, schade. Ah, wunderbar. Schlüsselhammer. So. Trotzdem nochmal umschauen, vielleicht ist da vielleicht noch irgendein geheimer Weg oder so, wer weiß. Kann ja noch alles sein. Schriftrolle und Anchovium haben wir immer noch nicht besitzt. Och man. Nicht, dass ich es schon übersehen habe. Eins von beiden. Ach, naja, gut. Und ja, komm gleich hier zu mir, ne? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, du auch noch, ne? Ach ja, die haben diese komische Plattform hier benutzt. Naja, gut. Das erklärt so einiges. Müssten wir dann nach unten sofort? Hier müssen wir ja sowieso. Guck mich gleich nach hinten um. Nicht da, dass da irgendwas war. Und wenn wäre sowieso zu spät gewesen. Hier irgendwas unten drunter oder so vielleicht? Nee. Scheint nicht so ganz der Fall zu sein. Ach so, ich hab. Ja. Da benutze ich jetzt mal erstmal den Dings hier. So, hat nicht so viel was gebracht, auch egal. Ja, Ausrüstung wieder zerstören, das mögt ihr doch. Ey, verpisst euch aus meiner Bahn. Komm, geh weg. Geh weg, hab ich gesagt. Mein Gott, dann halt, du machst halt die Roboterbombe. Oder halt nur zum Antäuschen, so geht's auch. Schriftrolle und Anchovium, kommt her, bitte. Ich will das Level nicht doch mal machen. Das wäre schön, danke. Aber ich hab's doch 100 Pro schon übersehen. Safe. Kein Plan, wirklich. Nee. Keine Ahnung. Keine Ahnung bis jetzt. Wirklich nicht. Aber ich mache mir irgendwie schon Sorgen, ne? Nee, ist aber auch nichts. Ist aber auch nichts irgendwie unten drunter irgendwo, ne? Hier kann so vieles versteckt sein, ne? Aber da so ein Octo-Kommandant. Och man. Jetzt geht's mir gerade alle auf die Nerven, aber okay, das ging noch so weit. Das war nicht so schlimm zum Glück. Okay, lieber mal nicht austesten, wenn hier die Gitter sind, aber die gehen gleich nach unten, also das ist der sichere Tod. Mir scheint aber auch nicht zu sein. Ach man. Ich muss doch bestimmt sowieso das Level nochmal neu machen. Ich weiß es jetzt schon. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Für was? Ne, hier ist ein Anchovium, okay. Ja, ein bisschen antäuschen, ne?
Ein Schlüssel ist auf jeden Fall wichtig. Da hätten wir schon mal das Anchovium auf jeden Fall. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Warte mal, ich versuch's mal anders. Oh, der fühlt sich richtig cool, ne? Das ist eine richtige feige Sau. Das ist ein Kunde. Jetzt reicht's mir langsam. Komm her! Meine Fresse, wie lange willst du dich hier noch rumquälen? Komm! Dankeschön. Oh, meine Fresse. Okay, jetzt Anchovium haben wir auf jeden Fall safe. Schriftrolle. Wo ist die Schriftrolle? Das will ich jetzt wissen. Wo ist die Schriftrolle? Letzter Checkpoint. Ich fühle mich hier langsam verarscht. Nicht, dass er doch hier noch irgendwo zu finden ist. Ich hab's gesehen. Diese ganz da vorne. Genau da. Irgendwo unten drunter irgendwo. Und wie soll ich da hinkommen? Hier ist alles eine unsichtbare Tinte. Aber wenn wir da. Okay, nee. Das war ein bisschen zu viel, das Gute ist. Okay. Weg. Weg. Holy shit. Ein bisschen Deckung gehen. Wahrscheinlich sind hier in diesen kleinen Kisten nochmal Ausrüstungsgegenstände. Ah, einer ist schon mal in der Nähe. Komm, ich töte dich, ich töte dich. Okay, das war keine gute Idee, das war keine gute Idee. Genau, genau, genau. Nö, ist einfach gar nichts. Ich hätte auch den Tintenschauer benutzen können, ne? Mach ich jetzt einfach, komm. Da ist der eine wenigstens auch schon mal weg. Also weit kann er sowieso nicht treffen, jetzt von daher. Komm, geh einfach weg. Wunderbar. Kommt hierher. Beifuß. Beifuß. Dankeschön. Der andere Riesentintenkiller hätte zwar etwas mehr getan, weil der aber ein bisschen stört. Aber egal. Nein. Dahin bitte. Aber warum war das jetzt klar, dass ich jetzt daran gefailt habe, ne? Okay. Komm bitte her. Komm hierher. Okay, dann versuch ich's halt und schaff's nicht. Mann. Das ist ein bisschen zu hell gerade, ey. In der Facecam ist es noch heller, als es eigentlich ist. Komm her, please. Hör, was ich dir sage, mein Freund. Was soll das? Du gefolgst, was ich dir sage. Komm her. Komm schon! Bist du taub? Komm her! Aber dein anderer Typ. Nein! Mann! Jetzt bleib so stehen, Freundchen. So, verfolg die Curling-Bombe. Okay, wenn noch was gewesen, aber das lasse ich jetzt einfach so stehen. Nein, nicht ganz, nicht ganz. Geh hier hin. Okay, gut. Geschafft. Geschafft. Ja, danke. 14 Minuten. Oh, scheiße. Okay. Bin mal gespannt, wie die Partlänge ist, nachdem ich das Ganze geschnitten habe. Ich rechne es mit ungefähr üblichen 25 bis 30 Minuten ungefähr. Da haben wir ja jetzt auch gleich so freigeschalten. Waren das jetzt alle oder kommt da noch was mit den Waffen? Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, das müsste jetzt der letzte sein, weil was soll jetzt noch Großartiges kommen? Wir haben noch 5 Level vor uns. Also mit dem Boss, mit dem Final Boss sind es 5, aber okay. Schriftrolle 22. Okay, es ist irgendwas mit Aioli wahrscheinlich, so vom Bild her. Aber wir lesen mal, was drin steht. Hey Leute, ich bin's, Aioli. Ich habe schon so lange nichts mehr auf meinem Blog geschrieben. Puh. So allein unterwegs habe ich viel Zeit zum Nachdenken und manchmal denke ich zu viel, aber die Dreharbeiten werden super, bleibt spritzig. Okay, zu irgendeiner Show
irgendeiner speziellen Serie oder sonst was. Prima, nur noch 5 Elektrowälze, wunderbar. Ja, bin mal gespannt, was in den letzten Schriftrollen so steht. Ich glaube, denkt man noch so, wenn ich mich gut anstelle und es nicht so, naja, nicht so krass ins Gefälle geht, denke ich mal so noch 2-3 Parts. Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ein zweiter meiner Part im Splatoon 2, Story-Modus, Held-Modus, Singleplayer, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut. Tschüss.